Ich weiß, diese Legung, entweder hat man davor Angst oder will, dass man nur eine Legung hat. Aber ich mache ja die Auswahlorakel trotzdem sehr, sehr gerne für die Menschen mit Absicht, damit ihr hier mal so ein Gefühl kriegt, falls ihr in Entscheidungen steckt und nicht traut, euch eine Entscheidung anzugehen. Habe ich gesagt, eine Entscheidung? Der Schein trügt. Die Entscheidung zu fällen, ja, wenn ihr irgendwie eine problematische Situation habt, dann könnt ihr das hier mal testen und das gibt euch auch so ein Gefühl, wenn ihr richtig liegt, dann könnt ihr auch ungefähr auch so zu euch selbst sagen, Mann, dieses Gefühl kenne ich und ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen zum Beispiel, ja. So, die Timeline gibt es unten, sorry nochmal, also den einen Tag hatte ich extra, bevor ich es veröffentlicht habe, geguckt, wo diese Timeline ist, habe alles untersucht, sie stand da und dann habt ihr mir ja wirklich gesagt, dass diese Timeline fehlt, ja? Und ich so, hä, habe ich doch gerade gemacht. Hat er nicht gespeichert. Deswegen. Aber ich achte dieses Mal auch noch mal darauf, Gott sei Dank hatte ich es alles auf dem Zettel zu stehen, dass hier die Timeline wirklich gut zu sehen ist. So, ich weiß nicht, warum hier beim Auswahlorakel so viele Karten kamen, ja? So, eins, zwei, drei. Jetzt vielleicht schon so ein bisschen vertraut machen, wenn es euch zu lange dauert. Dann bitte vorspringen oder einfach dranbleiben. Ich versuche euch so ein bisschen hier zu bespaßen, aber ich muss das machen. Das gehört zum Ritual, ja? Je nachdem jetzt. Für welchen Stapel ihr euch entscheidet oder entschieden habt. Ihr müsst mir nicht beim Mischen zugucken. Klickt einfach die Infobox unten auf und springt dann dahin. Die wollte dahin. Die wollten dahin. Gucken wir mal, was hier alles so dazugehört, was man zum Auflösen benutzen kann, wen hier was beschäftigt, wo ihr lang gehen sollt. Man kann ja nicht immer den oder euer Gegenüber hier durchnehmen, ne? So, dann haben wir hier die Astro-Charakterkarten. Die kommen auch noch mal hinzu. Die Symbolon. Der Stapel, der hängt wie 3 Kilo an meiner Hand. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Solltet ihr nicht in Resonanz gehen, dann lasst Positives wie Negatives in diesem Video drin. Ihr wisst, damit ihr euch nicht manipuliert. Und lehnt euch dann einfach zurück. Boah. Lehnt euch dann einfach zurück, wenn hier diesmal nichts bei war. Dann sollt ihr einfach auch mal nichts gucken, ja? Dann seid ihr einfach gerade in eurer Pause oder in eurer Strecke drin. Zack, zack, zack. Die Themen hätten wir. Ich nehme heute mal wieder dieses schöne Tarot. Hoppala. Ich fange da an, wo sie hinspringen. Okay, dann stapeln wir uns hier weiter. Die waren leider zu viel. Dann für den letzten Stapel. Oh, heute ist ja aber wirklich sehr energisch. Also ich bin ja sowieso nicht gut im Mischen, aber hier ist unruhig. Total, irgendwie. Naja, ich will euch jetzt auch nicht beeinflussen, ne? So, und dann gehen wir zum ersten. Das darf hier alles rausfallen. Dann fangen wir mal an auszulesen, ne? Alle männlichen Charaktere stellen heute die Person dar, mit der ihr zu tun habt. Wenn das Familienmitglieder sind oder eben Frauen darstellen, dann münzt das um, ja? Dann ist
eben, ich muss hier auf die Mehrheit gehen, mehr Frauen gucken zu. Und ich sage das aber noch, damit ihr das versteht. Ich sage ja dann auch immer, ob männlich oder weiblich. So, wir sind durch, meine Lieben. Stapel 1, Auswahlstapel 1, Stapel 2, Stapel 3. Alle anderen Karten kommen jetzt weg. Wollt ihr noch mal kurz überlegen, tief durchatmen? Wollt ihr noch mal switchen oder irgendwo was verstellen, damit ihr hier ganz in Ruhe gucken könnt? Und dann würde ich sagen, fange ich an. Die kommt zur Seite. Und jeder, der den Stapel Nummer 1 gewählt hat, beschäftigt sich mit Gnade, mit dem inneren Kind und mit Ärger. Öffne dich für Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. So, auf die Gnadenkarte kommen die Kipperkarten. So, dich hat irgendjemand sehr beeinflusst. Jemand hat dich umworben, jemand probiert vielleicht sogar Kontakt mit dir aufzunehmen oder hat es öfter probiert, wo du dann vielleicht auch so einen Kloß empfunden hast und nicht wusstest, sollst du nicht. Das war nicht mit Freude zu vergleichen, obwohl man es vielleicht mit Freude hätte vergleichen können. Diese Person kann gut sein, dass es sich hier, wenn es nicht um deine Liebe gehen sollte, eine Vaterfigur darstellt, ein Opa, ein Freund, ein Chef, jeder, der dich versucht hat, klein zu halten, klein zu kriegen, zu unterwerfen, ja. Hier war eine starke Person am Werk und es könnte sein, dass diese Person immer wieder probiert hat, bei dir ranzukommen, auch wenn so eine On-Off-Dinger waren. Und deswegen ist für dich durch diesen Prozess, der dich wahrscheinlich wirklich komplett aus der Bahn gehauen hat, wo du wahrscheinlich immer wieder zurückgefallen bist und okay, du kriegst noch eine Chance und nee, ich darf ja nicht den Kontakt abbrechen, weil Geliebter, Familie, Chef, ich muss, irgendwas hat dich hier extrem belastet, ja, dieses immer wieder umwerben und du hättest gerne, wenn du hättest können oder früher hättest können, den Weg schon verlassen, aber du wahrscheinlich auch wie so ein Magnet, du bist einfach nicht weggekommen oder konntest nicht wegkommen. Irgendwas hat dich in dieser Situation festgezogen, angezogen. Du bist nicht von der Stelle gekommen, von dieser Militärsperson, ja? Jemand, der wirklich sehr, wahrscheinlich auch wieder sehr ausstrahlungsmachtvoll wirkte auf dich. Deswegen Gnade. Erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Und such dir nicht die Liebe bei jemandem, der versucht hat, dir eben nicht das zu geben. Bedingungslose Liebe. Hier stand wahrscheinlich auch immer so ein Fight statt, der wirklich nicht auf Gefühl basierte, ja, das wirklich nur unter Bedingungen irgendwie, vielleicht hat man es nicht gesagt, nur wenn du das machst, dann, ja, aber vielleicht kommt es dir bekannt vor. Und wenn hier Männer zugucken, die vielleicht eine Frau dann als Gegenüberstück haben, dann ist das hier wirklich eine sehr herrische Dame, die hier mit dir zu tun hat, was natürlich auch dann die Mutter in dem Falle hier ersetzen könnte, ja? Da bitte ein bisschen aufpassen. So, wir haben die innere Kindproblematik bei dir. Gib deinem inneren Kind mehr Aufmerksamkeit und Liebe und finde mehr Freude im Alltag. So, auch das ist wieder so eine Anzeige zurück in die Veränderung rein. Du bist vielleicht jemand, der musste nach bestimmten Schema oder Bereichen laufen. Jetzt ist aber hier angesagt, stopp, inneres Kind nochmal hochrufen, tob dich aus, sei mal albern, mach dich mal frei, ja. Da muss wieder eine Leichtigkeit reinkommen. Da muss was da ist eine Blockade, es muss freigesetzt werden. Unter anderem haben wir hier eine Stierenergie und Schütze und wir haben Skorpion und Fische Energien. Das hat auch sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Eine Dankbarkeit wieder erleben, eine Dankbarkeit lernen. Du solltest andere Leute sehen, ja? Hier werden auch Sachen aus Dankbarkeit, das hat auch sehr viel mit Bedingungslosigkeit zu tun.
mach wieder deine Bedingungslosigkeit zu dem Wert, den du mitgetragen hast. Den hat man dir irgendwie völlig versaut. Auf irgendeiner Strecke deines Lebens hast du hier Vorstellungen gehabt von wegen, ich muss. Und ja, es liegt mal wieder an mir und ich kann nicht anders. Ich bin eben scheiße, ja. Da muss irgendjemand oder du bist immer an die falschen Leute geraten. Das hat sich so richtig bei dir eingefressen, dass du sehr oft die Schuld wirklich bei dir gesucht hast und da solltest du raus. Denn du hattest Spieler an deiner Seite. Das kann auch mit Ausspielen zu tun haben. Das ist hier so mehrere Menschen. Das ist immer wie stille Post, ja. Aufpassen. Jeder spielt sein Spiel. Jeder spielt ein anderes Spiel. Und sieh es hier mit einer Leichtigkeit auch mal an, dass dein Leben hier nicht mehr als ein Spiel ist, was du bestimmst für dich im Leben. Und diese Bedingungslosigkeit hat man dir zweckentfremdet, ja. Du hast sehr viel gegeben. Du hast das auch angenommen und geglaubt, was man dir erzählt hat. Auch durch den anderen Fremdeinfluss, der hier so reinkommt, ist das irgendwie, dass sich hier mehrere Menschen ausgebuht oder weggedrückt haben von sich, ja? Dass es hier mehrere Menschen gab, die sich deiner nicht angenommen haben. Und das ist so dieses innere Kind-Thema, was dir so bekannt vorkommen dürfte, wenn du in Resonanz gehst, dass du hier im inneren Kind die Situation kennst oder dahin zurückgehst und mal überlegst, wann war so eine Situation, wo du weggestoßen wurdest, ja, wo man sich anderen mehr gewidmet hat als dir, obwohl du da diese Menschen in dem Moment gebraucht hättest. Das war wirklich so ein Ausspielen, beziehungsweise hast du es als Kind so wahrgenommen, dass man dich ausspielt, aber es hat sich wiederholt in der Funktion, bedingungslos lieben zu können, ja, das hat man dir nicht mehr gezeigt. Man hat es sehr oft auf dich geschoben. Vielleicht, dass du dich doof anstellst oder ist ja kein Wunder und so eine dumme Sätze, ja. Deswegen habe bitte Gnade. Dieses bedingungslos. Nur Menschen an deiner Seite dran lassen, die auch ohne etwas zu erwarten, ohne, ja, es gibt Menschen an der Seite, die sind undankbar, ja. Die bitte aus dem Leben sortieren, fremden Blocken nicht mehr an deine Grenze ranlassen. Das ist hier ganz wichtig. Und wir haben bei dir Ärger mit der Nummer 8. Ärger belastet dein Herz, gibt dein Leid ab und erfahre neue Lebensfreude. Also hast du hier mit dem Stapel Nummer 1 immer noch damit zu tun, sehr stark zu kämpfen. Wir haben 5 der Schwerter, was auch wieder so ein Ablehnungsgefühl ist, über Sachen nicht oft reden zu können. Unausgesprochene Sachen, Schatten seiner selbst, sage ich auch ganz oft gerne dazu. Du hast hier eine Ablehnung definitiv sehr, sehr stark erfahren. Hast dich vielleicht in einzelnen Teilen auch darin erwischt, dieses anzunehmen, ja? Da solltest du raus aus dieses Annehmen, dass du nicht umsonst abgelehnt wirst, raus, sofort aus dem Gedanken raus, weil das hat nichts mit dir zu tun, sondern das sind die Leute, die du dir fürs Leben vielleicht ausgesucht hast, ja, die du walten und machen lässt und dir durch, ja, durch dieses Verlorene einfach auch nicht mehr gesehen hast, nee, mein Freund oder meine Freundin, so geht's nicht, ja, jeder hat seine Grenzen, man kann drüber sprechen, aber du hast sie hier in diesem Prozess sehr viel gefallen gelassen, wenn hier für dich die Gnadenskarte kommt. Da gilt es dann auch wieder dir selbst zu verzeihen und zu sagen, Mann, hör mal auf jetzt, ja. Verzeihe dir höchstens selber, dass du das nicht früher erkannt hast, dass du mit deiner Seele so umgegangen bist und das auch noch teilweise fast geglaubt hast, was man dir erzählt hat. Aber bitte mache diesen Fehler nicht und löse jetzt diesen Ärger einfach ab, ja. Vielleicht kommst du auch immer in so ungewollte Konfrontationen rein, wo du oft dann gedacht hast, warum denn immer ich? Ich wehr mich doch nur und ich habe doch meine Grenze. Das kann auch so sein, dass es hier immer wieder Konflikte gibt in Bezug mit dir, dass du dann da auch anfängst zu sagen, na sag mal, komme ich überhaupt mit einem Menschen klar? Aber dann ist es wirklich dieses Anziehen, dieses gegenseitige Anziehen bei falschen Menschen, falsche Werte vielleicht vermittelt, vielleicht war die Kommunikation zwischen euch auch gestört, weil das einfach nicht zusammen hätte passen können. Und wir haben hier, um den Ärger abzulassen oder wegzulassen, solltest du mal wieder wirklich die Umwelt wahrnehmen, ja?
Also nicht wie so ein kleiner Trotzkopf hier loslaufen, wenn es so ist, diesen Trotzkopf abschalten oder auch den Trauerkopf. Ja, du hast dafür einen Knopf zum Ausschalten. Du musst, so schwer es dir fällt, du musst diesen Knopf finden und sagen, auch wenn du keine Lust hast und keinen Bock, musst du dir sagen, doch, ich ziehe es durch. Und am besten sind das Hauruck-Aktionen, weil wenn du in der Situation bist und irgendwas machst, worauf du gar keinen Bock hattest und vielleicht absagen wolltest vor Kummer, mach es spontan, ja? Gib dir einen Arschtritt, bevor du absagen möchtest oder bevor du irgendwas nicht durchziehen möchtest. Bleibe einmal in einer Sache so standhaft, obwohl du dir denkst, du hast dafür keinen Nerv, weil du kriegst diesen Typen oder diese Type nicht aus deinem Kopf. Zieh es bitte einmal durch. Eine Sache, wo du nicht wegrennst, wo du nicht absagst, eine Ablenkung kriegst. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, ja, für dich alleine, wenn keiner Zeit hat, mache sowas bitte einmal und du wirst sehen, dass es von Mal zu Mal besser wird. Du kriegst eine andere Routine, du merkst, dass du alleine klarkommst. Du nimmst vielleicht beim zweiten Spaziergang oder am Ende des Spazierganges auch die Sachen wieder richtig schön wahr. So, das gilt hier deiner Gerechtigkeit, das bist du deinem Herzen schuldig, ja? Das ist so die Ansage. Du musst jetzt, wenn du hier wirklich dich schon selbst aufgegeben hast, ja, hier ist wirklich so ein Spüren von, du hast dich aufgegeben wegen einer Person, die dich massiv in der Hand hatte und mit dir spielen konnte, wie sie wollte. Umworben, weggeblieben, mal wiedergekommen und du bist einfach nicht von dieser Person weggekommen, weil hier so eine Macht hinter war. Vielleicht gab es auch hier Gründe, die dich nicht einfach wegkommen lassen haben, wie so Chefsachen oder finanzielle Abhängigkeit oder. Aber dieses Umwerben hat ja eigentlich den Kopfschuss hier gebracht, um zu erleben und zu erfahren, das ist hier keine bedingungslose Liebe. Das war Marionettenspielen, Puppentanzen, ja, dieses, was ich hier meinte. Hier hat jemand geblufft, hier hat jemand mit mehreren gespielt, ja, zum Schein, ja. Das war nicht sein. Das war der Schein zum Sein, den du hier geliebt, gelebt und gefühlt hast, ja. Und in dieses innere Kind, da muss diese Dankbarkeit wieder rein, ja, dieses Schöpferische, das, was du wirklich in Kindertagen auch mal gefühlt hast, dankbar sein, dass du da bist, um eben diese Sachen zu erleben, wie du kannst dir selber in den Arsch treten. Du musst nicht Menschen finden, damit die dich ablehnen, sondern dann lass es erst gar nicht dazu kommen, dass du dich selbst auch noch ablehnst, ja, dass du hier gar nichts mehr fühlst und wie so ein Schatten deiner selbst nur noch rumrennst oder hier verfügbar bist, bis dein, naja, ein Kuhschatten ist es jetzt nicht, aber bis der sich bei dir so reindrückt, ja, wie lange willst du auch hier, frage ich dich, falls es so sein sollte, auf jemanden warten. Diese Gerechtigkeit, das ganze Leid, was du deinem Herzen angetan hast, egal welche Art, dein Herz ist hier gebrochen, drei der Schwerter ist Liebeskummer. Und wenn hier eine Gerechtigkeitskarte ankommt, dann ist das für dich die Ansage, du musst hier aufhören mit dem Ärger, ja? Es reicht jetzt. Du musst jetzt aufhören mit diesem Ärger, weil du dich selber auch gar nicht oftmals mehr für voll nimmst. Du ärgerst dich wirklich über dich selber. Deswegen ist hier die höchste Priorität, anfangen mit Gnade zu dir selbst. Und der Prozess wird kommen, dass du sagst, oh mein Gott, scheiße, ey, wie blöd war ich denn, ja, ich schäme mich. Du entwickelst einen Charme, du wirst dir sagen so, ich würde am liebsten alles, was ich geschrieben habe, alles, was ich gesagt habe, alles, was ich gemacht habe, irgendwann, wenn du geheilt bist oder auf dem Weg zur Heilung, dann ist es dir so unangenehm und du sagst dir, boah, was war denn mit mir da los, ja? Ich würde gern alles wieder zurückziehen. Es wird dir irgendwann prächtig gehen. Aber hier, diesen Ärger zu dir selbst, den du mit dir rumschleppst, auf diese Person, auf dich selbst, das ist alles ein Knoten in diesem Stapel 1. Den musst du und wirst du auflösen müssen und dir wirklich selber die Arschtritte jetzt verpassen, weil es kann ja nicht sein, dass ein anderer dir nur Arschtritte verpasst im Leben. Deswegen bist du jetzt berechtigt, dir selber mal einen Arschtritt zu verpassen. Da gehört er nämlich auch hin. Und den kannst du auch bedingungslos annehmen, denn es geht dir um deine Heilung, ja? Die Gerechtigkeit zu dir selbst, zu deinem Herzen, um Gnade hier zu kriegen. Sei gerecht zu deinem Herzen.
Sonst geht das wirklich den Bach runter und die Seele, die bleibt länger geschädigt und du bist einfach für dein Herz verantwortlich. Anders kann man es gar nicht sagen. Du bist hier deinem Herz jetzt was schuldig, ja? Und vielleicht den Menschen, die noch an deiner Seele dranhängen, ja? Ob du Kinder hast oder Freundschaften oder Familie, die nur noch zugucken von außen oder sich nicht trauen, dich aufzufangen, weil sie dann denken, oh nee, dann treten wir in das zu Private. Vielleicht reagierst du sehr empfindlich auch darauf, dass es einige Menschen schon mit dir probiert haben. Du bist dir jetzt selber schuldig, dir die Arschtritte zu verpassen und zu sagen, nein, jetzt bleibe ich mal konsequent. Ich muss hier Konsequenz zu mir selber lernen und die Arschtritte verteilt keiner mehr für mich, außer ich mir selber, ja? Ich kann sie mir selber geben, um hier mein Herz wieder zu flicken. Das bin ich mir schuldig, damit hier deine Gerechtigkeit einsetzt und nicht die Gerechtigkeit, dass hier jemand kommt und sich jemals entschuldigt. Das wäre die andere Gerechtigkeitsseite. Wie lange willst du hier warten, ja? Das ist so die Ansage für dich. Wie lange willst du hier warten? Verzeihe dir zuerst und verzichte auf eine Entschuldigung von deinem Gegenüber, der dir das Leben hier schwer gemacht hat, mit sehr vielen Illusionen, mit Gespiele, ja, mit wirklich Gespielinnen oder Spielern, mit mehreren Leuten, die oftmals auch, ich würde jetzt nicht so hart in die Ghost-Schiene reinrutschen, aber auch schon so Sachen, huch, da fallen sie, auch schon so Sachen inszeniert, ja, damit du das glaubst. Auch Sachen schon vorher knallen lassen, damit du gar nicht in die Versuchung kommst, die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Das kriege ich auch noch rein, dieses, da ging jemand wirklich wie so eine Militärsperson sofort in die Offensive, ohne dass du mal in die Offensive konntest. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du dir jetzt die Arschtritte verpasst und dir sagst, egal ob ich jetzt heule, ob ich dazu Bock habe oder nicht, ich muss jetzt mir in den Arsch treten und werde diese Sache, die ich vorhatte, nicht absagen. Am besten auch so Zettel oder Heftchen anfertigen, wenn du wirklich in so einem Stadium bist, wo du absolut down und fertig bist und kraftlos. Oder auch so merkst du, boah, nee, kein Bock zu nix. Dann mach dir für dich, setz dich da nicht unter Druck, dass du heute anfängst nach der Legung und fängst da an, hier irgendwie in einer Fußballmannschaft einzusteigen oder so. Du sollst wirklich dir Gedanken machen, kaufst dir ein schönes Heft, ein schönes Notizbuch bei Action Teddy und sowas alles. Oder bastelst dir eins, was wirklich nur dir gehört, ja? Was du verschönerst von außen, von innen, mit Kleberchen, mit Pipapo. Wir haben ja heute schon so viele Bastelvideos auf YouTube, die wunderbare Sachen herstellen. Das ist dein eigenes Buch, wo du dann wirklich deine Termine, deine Pläne, deine To-Do-Liste, eine kleine, du musst klein anfangen, dass du dir sagst, für kommenden Montag habe ich vor, eine Stunde spazieren zu gehen, und zwar in diesem Park. Und dann steht das fest, so wie es in deinem Buch steht. Und du wirst dieses machen, damit du wirklich die eigene Routine zu dir wieder kriegst und selber auf dich Verlass ist, ja? Dass du merkst, so, okay, auf mich ist wenigstens Verlass, ja? Und nur so kannst du auch ein Gefühl und ein Charisma weitertragen, dass man dir schon ansieht, oh, also die macht, was sie sagt, ja? Oder sie sagt, was sie macht. Nee, sie macht, was sie sagt. Oder er macht, was er sagt. Das hat man hier vereinzelt gar nicht mehr für voll nehmen können, weil du dich einfach gefügt hast. Dieser militärischen Person, ob Liebe oder Familienmitglied, ja? Und versuche das. Wenn du in Resonanz gegangen bist mit dieser Legung, versuche das bitte durchzuziehen. Knall dir nicht von Montag bis Sonntag den Block voll, sondern mach es wirklich kleine Steps, ja? Auch so ein Scheiß vergleich dich nicht mit irgendwelchen Leuten, ja? Ich sag dir immer wieder, Filter, 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 Filter. Beste Posen, beste Figuren. Wenn du das Gefühl hast, man hat einen besseren genommen als dich, hier, Applaus. Ist doch schön, gönne. Du musst lernen zu gönnen, ja? Dass du sagst, ich weiß, es tut weh und es fühlt sich an wie ausgetauscht und ausgewechselt, aber klatsch für dich selbst hinterher. Gönne einfach, ja? Es war ja schmerzhaft. Gönne einfach und sage dir im Inneren, ich wünsche diesem Nachfolger gute Nerven, gute Kraft, ein gutes Gelingen und sei nicht rachesüchtig, griesgrämig. Sag einfach, für dich war es nichts.
auch wenn du es dachtest, dass du es wärst. Es war nichts für dich, ja? Schikanieren und rumkommandieren, dafür kannst du zur Bundeswehr gehen, aber bitte nicht mit deinem Partner oder mit Familienmitgliedern, die hier einen auf Hero machen und in Wirklichkeit hier irgendeine Playmobil mit so einem Holzkopf tragen, ja? Oder so einem Pilzfrisur. Bitte nicht. So. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich komme jetzt zum Stapel Nummer 2. Ihr habt, mach mal Pause, Isolation, wir haben Trauer und wir haben das Lachen. So, das ist ja schön. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir mal gucken, weil ich habe ja die Karten hier so ausgerichtet. Die Trauer und Lachen finde ich eigentlich zusammen in der Kombi ganz gut. Dann kommt das hier rauf und das darauf. Einfach instinktiv. Falls ihr alle drei Legungen guckt, werdet ihr sehen, ich mache das hier immer so. Mal ist die vorne, mal so. Mein Empfinden sagt mir das. Isolation. Seid ihr gewiss, du bist immer und zu jeder Zeit sicher und geschützt. Falls du Stapel Nummer 2 gewählt hast, Mann, falls du Nummer 2 gewählt hast, dann, selbst wenn du dich gerade isolierst, wenn du deine Ruhe brauchst, du bist geschützt, du machst das Richtige, du bist sicher, ja? Und auch wenn keiner an deiner Seite ist, du bist geschützt, du bist sicher. Du musst auf dich selbst aufpassen, ja? Und wir haben hier, um was es geht, die Beschäftigung. Such dir eine Beschäftigung oder dir fehlt die Beschäftigung. War deine Partnerschaft deine Beschäftigung? Ganz großes Thema. War deine Partnerschaft deine Beschäftigung, die dich ausgefüllt hat und dich gar nicht mehr Kraft und Spaß an anderen Dingen sehen lassen hat, als ob das wirklich so deine Arbeit war, deine Partnerschaft war deine Arbeit, ja? Und wenn das so war, dann ist es gut, die Isolation. Scheißegal, wer sich getrennt hat, ob du gegangen bist, weil du nicht mehr konntest oder du verlassen wurdest. Danke, immer Danke sagen. Danke an mich selber, ich bin gegangen. Danke, dass du gegangen bist, auch wenn es schmerzhaft war und mir nochmal so einen Arschtritt gegeben hat von Selbstwert. Nein, es liegt nicht am Selbstwert, ja. Du hattest hier deine Liebe verwechselt mit einer Aufgabe. Du wolltest hier etwas zu Ende bringen, wo du gemerkt hast, hier liegen schon Baustellen vor, vielleicht auch bei dir, die du auch mit reingebracht hast. Das war hier deine Beschäftigung. Es gilt jetzt hier als Ansage für alle die, die Nummer 2 gewählt haben, eine Partnerschaft ist nicht deine Beschäftigung, ja? Natürlich ist eine Beziehung Arbeit, aber nicht in dem Maße, was wir hier durchnehmen. Deine Sache oder deine Situation, wenn du alleine bist, bezieht sich darauf, dass du die ganze Kraft, dein ganzes Wissen, dein ganzes Ich in die Beschäftigung gesteckt hast, um die Beziehung zu beschäftigen, um dein Gegenüber zu beschäftigen, um dich zu beschäftigen. Das war ein ganz, ganz falscher Weg. Du wurdest hier total fehlgeleitet und hast wirklich die komplette Kraft lieber in die Beziehung gesteckt, in der Hoffnung, durch diese Arbeit wird das dein Baustein, den du vor dir siehst, weil er ja noch nie da war, ja, dieser fühlbare Baustein, der... Du warst dir schon fast sicher, das kommt noch. Es kam aber nicht dazu. Und deswegen auch wahrscheinlich der Bums, dass du dann irgendwann wach wurdest und gemerkt hast, so, oh, jetzt habe ich ausgedient, ja? Weil du es als Beschäftigung gesehen hast. Du hast auch hier nicht oft genug klar gesagt, stopp, ja? Ansonsten hätte man das Stopp verstanden, indem du konsequent gewesen wärst und hätte dich dein Gegenüber dann geliebt in der Situation oder wäre auch gesund gewesen zu verstehen. Das kommt ja auch noch hinzu. Man kann ja lieben, aber oftmals versteht man selten. Dann wäre derjenige nach deiner konsequenten Art, deine Grenze, zurückgekommen und hätte das nicht wiederholt. Aber du hast hier irgendwas wirklich als deine, höher als dein Job, ja? Du hast hier so viel Kraft und so viel Power und so viel Existenz, was weiß ich, dein ganzes Leben steckte in der Beziehung, ja, zu jemandem als Beschäftigung. Und jetzt heißt es, eine neue Beschäftigung muss her, damit du hier nicht hängen bleibst und untergehst. So, für die Angabe machen wir jetzt eine Pause. Du brauchst unbedingt eine Auszeit, schaff dir Raum für Körper, Geist und Seele. Das musst du jetzt wieder zusammengepuzzelt kriegen. Bist du ja aber anscheinend gut auf dem Weg, sonst hättest du dich nicht für Nummer 2 entschieden. So, 6 der Scheiben haben wir. Wunderbar. Mach mal eine Pause. Vielleicht kriegst du auch mal was wieder. Da haben wir ihn, den Herrscher. Falls du ein Mann bist, dann haben wir deine Herrscherin hier liegen.
Wir haben hier mit Mach mal Pause 6 der Schwerter. Auch wieder dieses Probleme rumschleppen. Und der Schlüssel ist die Lösung. Kommunikation, mentales Auflösen. Ja? Also auch hier wieder geht es um sehr viel Verstand. Du musst jetzt hier erstmal in deiner Mach mal Pause und Isolation verstehen, was hier passiert ist. Wenn du dich hier wirklich wiederfindest und dir sagst so, also irgendwie klackert es mir doch wirklich rein. Ich habe immer gedacht, das muss so sein in einer Beziehung. Aber ja, ich habe meine Beziehung als meine Hauptbeschäftigung meines Lebens gesehen. Und das ist der Schlüssel zur Erkenntnis vor allem, ja. Und wenn du mit niemandem drüber reden kannst, dann schreib dich hier in den Kommentaren frei. Wenn du jemanden hast, den du dich anvertrauen kannst, dann sprich ruhig darüber, ja. Egal wie unangenehm dir das ist, wenn du jemandem vertraust, dem du das erzählst, es muss irgendwie raus. Und wenn du niemanden hast, dann schreib es von der Seele frei. Das ist die andere Version, wenn du keinen hast zum Reden. So, dich begleiten hier noch Nachwehen, sage ich immer so schön, ja. Dein Gegenüber, ist ja komisch, dass hier nur herrische Leute unterwegs sind, muss jetzt nicht böse herrisch gewesen sein. Aber es war hier auch schon mal wieder eine Person, die sehr von sich überzeugt war, ja. Und da das ja meistens immer Liebeslegungen sind, hat dich hier auch jemand absolut in den Bann gezogen, ob Mann oder Frau. Und du hast bis heute so mit Problemchen durch diese Person hier zu tun. Man hat dir einfach Probleme mit dem Kommen hinterlassen und ist gegangen, ja? So ist das Bild. Und du sitzt da an meiner Stelle und hast hier noch die Problemchen einfach da gekommen. Also warte, so. Tagchen, ich bin's. Oh, wow. Oh mein Gott, ist mir noch nie passiert. Liebe auf den ersten Blick und so. Krass, eine Anziehungskraft, der Wahnsinn und eine Aura und ich werde schwach, ja. Wahrscheinlich selbst immer dich für den stärksten Typen oder Typin gehalten und dann kam jemand, wo du dir dachtest, oh Gott, das muss Liebe sein, ja. Hier knallt ja alles, hier vibriert ja das, wovon ich noch nicht wusste, dass es vibrieren kann, so nach dem Motto. Was ist das? Den will ich behalten, ja. Oder die will ich behalten. Die Aura, Faszination. Und du konntest dir eigentlich auch nie erklären, warum. Vielleicht sonderlich hübsch auch gar nicht mal so, ja? Dass du dir dann so gedacht hast, was hat dich denn so weggebumst an deinem Gegenüber? Das muss auch so eine Sprache ohne Kommunikation schon fast gewesen sein, ja? Ein Feeling einfach. Ihr hattet ein Feeling, ihr konntet vielleicht auch über gleiche Themen sprechen, habt vielleicht auch hier wieder sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden. Das größte Problem, glaube ich, hier für dich war, also nicht Problem, es ist ja schön, du hast ja aber eine Sicherheit irgendwie empfunden oder wurdest hier gebraucht. Das kann jetzt variieren, weil es eine Allgemeinlegung ist. Du hattest ja auf jeden Fall das Gefühl, gebraucht zu werden, was dir total imponiert hat. Oder du hast gefühlt, boah, da fängt mich jemand auf mit der Stärke, ja. Da so ein bisschen switchen. Aber wie gesagt, so hallo, boah, bist du ein Prachtmensch. Tschüssi, egal wer gegangen ist, ja. Und du so, nee, danke für die hinterlassene Wolke. Super. So, das sind jetzt deine Probleme in deiner Pause. Typin ist weg. Egal, was hier passiert ist. Hat sich eine andere gesucht oder einen anderen. Auch gönn war, ja? Immer gönnen, gönnen, gönnen. Wenn du es nicht sehen möchtest oder wenn es zeitlich auch mit uns einfach nicht gepasst hat. Oftmals ist es auch so, dass man selbst nicht versteht, man hat gerade eine Baustelle zu bewerkstelligen und hat mit einer Sache zu tun, die auf den anderen sehr komisch wirkt. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht immer nur der Gegenüber schuld. Aber wenn es dann wirklich schon so darum geht, dass ihr euch selbst nicht mehr auffangen könnt, dafür sind die Legungen da. Es geht hier nie darum, euch eine Schuld zu geben oder demjenigen, der gegangen ist. Natürlich findet man immer alles schlimmer und perverser. Und weißt du, also manchmal lese ich so Kommentare auch bei anderen, muss ich gestehen, ich schaff's selten. Wirklich bei selten. Bei einigen gucke ich mir manchmal Legung an, ab und zu, weil ich die auch so mag. Und dann stehen da manchmal Kommentare drunter, wo ich mich beömme, ich kick mich weg. Wirklich. Und dann, ich will ja niemandem unterstellen, dass es nicht stimmt, aber da Du spürst so diesen Hass in den Zeilen, ja? Und ich denke mir dann immer so, oh Gott, wenn sie oder er wüsste, was man so reintackert. Und dann sieht man manchmal wirklich so, seit 5 Jahren, bub, aber geht mir am Arsch vorbei. Und ich denke mir so,
Ey, hallo, du guckst gerade eine Legung. Seit 5 Jahren guckst du Legung? Ey, sorry, wenn ich jetzt jeden hier angreife, der 5 Jahre guckt. Also mich nicht, weil ich so lange noch nicht existiere hier öffentlich. Aber da denke ich mir so, bitte, sag nicht sowas. Und das ist so die Reflexion, ja? Ich kann mich selbst reflektieren. Ich weiß, dass ich auch in etlichen Beziehungen ein Ding an der Waffel hatte, wo ich einige Sachen wirklich bereue. Aber dazu stehe ich auch und ich sehe auch die Fehler. Aber das dann so zu sagen, er geht mir am Arsch vorbei und ich warte jetzt schon 5 Jahre, dass er zurückkommt. Es kann nicht am Arsch vorbeigehen, wenn man 5 Jahre wartet. Und 5 Jahre, 5 Jahre. Und ich denke mir, alter Verwalter, bitte nicht. Was ist los? Dann steh doch wenigstens zu, dass es deine Liebe war, die du empfindest, ja, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Aber dieses, da fehlt, also da fühlt man sich selbst nicht mehr und das spricht nur noch die Verletztheit und das merkt man eben. Und ihr müsst euch so ein bisschen heilen. Wart ihr klar mit euch selbst zu dem Zeitpunkt, wo ihr Königin Bertha oder König Berthold, gibt's den Namen? Keine Ahnung, getroffen habt, ja? Ihr hattet vielleicht auch so Schwächen, weil ihr ja jemand Starken dann eventuell gesucht habt oder auch faszinierend fandet oder auch eine Ablenkung wolltet. Es ist doch bei uns allen so. Wann kommt denn zum rechten Zeitpunkt der perfekte Partner? Das gibt es doch ja nicht, ja? Vielleicht bei 5%, dann freut es mich für die, ja? Aber da weiß man auch nicht, bleiben die ewig zusammen? Deswegen sage ich immer, genießt eure Zeit. Ihr wisst nie, wie lange so eine Beziehung dauert. Und ich weiß, das finden von mir einige absolut schroff und frech und blöde, weil das immer so klingt wie, naja, dann gibst du dir ja gar keine Mühe. Das ist nicht wahr. Ich gebe mir Mühe, indem ich gar nicht dahin denke, aber ich bin so realistisch, dass ich mir auf keinen Fall eine Zeit geben werde, wo ich merke, da ist die Luft raus, ja? Da, ich muss so ehrlich sein, da ist eine Luft raus. Und ich würde es sagen. Vermissen ist weg, weil Vermissen würde für mich immer bleiben, ja? Schmetterlinge verschwinden, die flattern dann woanders und wandeln sich in schöne Liebesherzen um, tief in der Seele verankert. Ich finde, Liebe ist auch noch mal in verschiedenen Etappen wandelbar, weil man wahrscheinlich an mehrere Menschen irgendwie Liebe verteilt hat und irgendwie sitzt immer noch ein Stück Rest, ja? Irgendwie, mir kann keiner erzählen, dass man das so komplett rauskriegt. Da steckt einfach Verletzung und Hass drin. Aber ich bin mittlerweile, und das nur durchs Reifen, natürlich bin ich so nicht durch die Welt gezogen als Jugendliche, aber mittlerweile sage ich mir, dann habe ich doch lieber ein verdammt schönes, tolles Jahr. Man geht ohne Streit, ohne Trennung und sagt sich, ohne Druck, ja, wahrscheinlich ist das der Druck, den man sich macht, wenn es eben nicht klappt. Oh, das muss gemacht werden. Das müssen wir tun. Wir müssen bei dem Streit jetzt zusammenhalten. Da sage ich, nee, muss ich nicht. Wenn ich keine Lust habe, in einer zornigen Laune irgendwo den Gute-Miene-Bär zu spielen, na, das probiert man mit mir am Tisch. Und da fangen dann schon die Konflikte an, ja. Also man muss ehrlich zu sich selber sein. Und in dieser Situation müsste ich dann zu mir auch sagen, boah, bist du egoistisch? Du hättest ja wenigstens mal irgendwie dein lila Launebär weglassen können und trotzdem zum Treffen gehen können. Aber ich zum Beispiel kann keine gute Miese zum bösen Spiel, gute Miene zum bösen Spiel machen, ja? Und ich glaube, durch diese Ehrlichkeit, die oftmals auch sehr schmerzt, ist diese Wolke hier vielleicht auch nur noch die Hälfte, ja? Und das heißt ja nicht, dass ich bei jedem Fortsatz hier aufgebe. Das ist ja nicht wahr. Ich will einfach nur damit sagen, erinnert euch an schöne Zeiten und genießt, wenn der nächste kommt, die schönen Zeiten. Macht euch nicht mit Druck alles kaputt, dass ihr schon wieder so eine Angst aufbaut. Oh Gott, was ist, wenn ich mein Gegenüber irgendwann verliere, ja? Mache ich alles richtig? Mache ich irgendwas falsch? Da muss man raus. Wenn es für den anderen falsch ist, dann kann man das sagen. Und wenn ihr merkt, so, nee, dann würde ich mich ja total verändern, dann sagt man Tschüss, danke, waren trotzdem schöne 3 Tage. Wir bleiben in Kontakt vielleicht, war aber guten Weg. Ich glaube, eine andere wäre für dich besser oder ein anderer. Ja. Und so seid ihr einfach ehrlich zu euch sein. Manche sehen das vielleicht ein bisschen verbissen und sehen vielleicht auch nicht sich selbst von außen. Deswegen sage ich auch, wenn ich mich manchmal reflektiere,
dann denke ich mir auch so, oh, Fremdscham, ja. Es gibt Zeiten, da schämt man sich für sich selbst, für gewisse Situationen, weil man die auch gar nicht so gefühlt hat, dass man so gewirkt hat, zum Beispiel, ja. Und das kann ja auch ein Problem zwischen euch gewesen sein, womit du jetzt aber hier zu tun hast. Dein Teilen kommt hier oder muss dir in der Pause bewusst werden, dann mach mal Pause. Wie viel hast du bekommen? Das ist auch wieder so die Ansage, ja? Und du musst leider hier die Problemchen in der Pause bewältigen. Das sind Probleme, die kriegt man gelöst mit 6 der Schwerter. Es tut mir wirklich leid, dass ich so viel von mir gequatscht habe. Man könnte echt meinen, ich bin der Ego. Aber das sind wirklich nur Beispiele, damit ich will immer auf 100% sicher gehen, dass ihr versteht anhand meiner Beispiele, was ich meine, ja? Nicht, dass irgendwas falsch ankommt. Ich kenne mich, ja? Viele verstehen mich falsch. Deswegen sage ich dann auch, wenn ich ein Beispiel dazu habe, damit ihr dann sagen könnt, ach so meint sie das. Okay, jetzt verstehe ich es vielleicht. So, dann zum Trauerlachen. Du kannst dein Herz jetzt heilen und ein frohes Leben für dich selbst mitgestalten. So, dann haben wir hier wieder die süße Omi. Spüre die Leichtigkeit des Lebens und öffne dich für das Lachen. Ist die knuffig, oder? Ist die süß? Und guckt mal, Trauer und Lachen. Das liegt so nah beieinander. Genauso wie dein Jetzt mit diesem, wenn du so viel Glück hast und so alt wirst, ja? Da ist nicht viel Zeit. Und jetzt mache ich die Romanze hier wirklich kaputt. Die Zeit rast, sie fließt. Es dauert nicht lange. Irgendwann sagt ihr euch so, oh mein Gott, ey, was habe ich getan? Was habe ich mit mir gemacht? Warum, ja? Warum habe ich das erst mit 70 verstanden? Na, selbst wenn auch diese schönen Zeiten kommen, ja, falls hier jemand zuguckt von einer älteren Generation oder von einer früheren Generation jetzt eben, es kann immer noch schön gemacht werden. Und dafür sind zuständig hier von alten Glaubenssätzen weglösen, ja, oder ablösen. Hier ist so eine Skorpionenergie und die Schütze-Energie könnte das Ganze so ausgleichen, so bescheuerte Regeln, Rituale weglassen, ja? Hier hat man dir vielleicht ewig oder lange verstehen zu geben wollen, wie das Leben läuft, wie du zu laufen hast, was gemacht werden muss, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Das können ja auch wieder Religionen betreffen, Glaubensrichtungen betreffen, da will ich aber mit Absicht immer nicht so nah rein. Verbrenne das für dich, ja? Mach einfach wirklich auch dieses große Feuer und lass alles hinter dir, egal ob das für andere böse wirkt oder nicht, ja? Alle, die hinter deinem Rücken sind, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Du musst mit deiner Trauerbewältigung hier umgehen können, um letzten Endes später wirklich als so süße Omi, ich drücke jedem die Daumen, dass man so alt wird und wirklich so zufrieden guckt, dass man lächeln kann. Auch wenn noch so viele Etappen ganz, ganz schlimm waren, hat man die Chance, hier trotzdem noch zu sagen, ich habe das Beste daraus gemacht, ja. Das waren meine Prüfungen, das waren meine Aufgaben. Und wir haben hier eine Krebsenergie und eine Schützeenergie schon wieder. Ich glaube, das eine Mal habe ich hier Fische gesagt, ne? Krebsenergie ist das. Und Schütze. So, das ist auch wieder dieses Schatten und Sonnige, ja? Du wirst hier wieder die Mitte finden und das auch schon fast zwischen Trauer und Lachen. Beides. Und ich habe ja dann auch gesagt, so, ja, gut, nehmen wir die beiden zusammen. Das passt dann letztendlich doch am besten irgendwie, ja? Dieses Trauer und Lachen verbinden, das ist deine Aufgabe. Schatten, Sonne gehört dazu. Nutze den Tag, nutze die Nacht, aber wirklich sinnvoll für dich, um hier anzukommen. Auch deine Mitte zu finden, ja? Vielleicht seht ihr das auch, das ist wieder so vergleichbar wie mit dem Yin-Yang, aber es muss fließen und nicht einfach rangeklatscht. Oh nee, den wollte ich gar nicht machen. Einfach rangeklatscht werden. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke, dass ihr die Legung 2, die war ja nun mal wieder ein bisschen härter hier für euch, gesucht habt. Aber ich hoffe, ihr konntet hier so ein bisschen auch mitsteigen. Tut mir wirklich leid, wenn ich zu viel von mir quatsche, ja. Aber das hat wirklich den Grund, dass ich dazu stehe und möchte es auch aufgeklärt haben und euch nicht hier gleich raussenden lassen, von wegen, naja, du warst ja auch nicht gerade besonders nett, weil. Bringt's was? Nee. Also Vorwürfe bringen nicht mal deinem Ex was, ja? Ihr Lieben, nur danke. So, wir kommen zum Stapel Nummer 3. Ihr hattet die Akasha. Ja, die sollten wir mal umdrehen. Das Leben ist wie eine Spirale und Vergebung. Betrachte diese Lektion aus einer neuen Perspektive, lerne daraus und wachse daran. Gut, also in der Spirale sind wir eh gefangen.
aber aus einer anderen Perspektive jetzt angucken, ja? Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht nach oben oder auch nicht raus. Vergebung erlaubt dir, im Jetzt zu sein und Freude und Frieden zu erfahren. Alles mit jeder Situation, die dir wehgetan hat im Leben, vergeben. Versuche den Leuten zu vergeben, versuche gleichzeitig auch dir zu vergeben, dass dir das angetan wurde, dass du vielleicht in manchen Situationen nicht früher dich geschützt hast, ja? Also sprich mit dir so nach dem Motto, eigentlich, was tue ich mir hier selber eigentlich an, ja? Was dann wieder andere erleiden mussten, weil ich mein Selbstwert hier zerstören lassen habe. Vergebung und du kommst aus der Spirale definitiv raus, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt. Wir werden die Kipperkarte für die Spirale nehmen und da haben wir es auch am besten trübe Gedanken, ja? Das ist rausgefallen für den Stapel Nummer 3. Das sind so deine Dinger, die dich hier nicht rauskommen lassen. Die trüben Gedanken. So, wie kriegen wir die weg? Symbolon decken wir auf mit der Vergebung. Da gucken wir uns an, was ist hier los. Hier war wirklich ein Abschluss, ja, ein Neuanfang, Abschluss. Wir haben hier, ob es wichtig ist oder nicht, ist erstmal eine eingefrorene Situation, eine festgefahrene mit Krebsenergie und Fische. So, Fische und Krebs sind ja sehr sensible Sternzeichen, ja. Und egal, auch wenn ihr damit jetzt nichts zu tun haben solltet, geht es hier ganz einfach darum, in der Symbolonkarte dir zu symbolisieren, hier ist Sensibilität angesagt. Hier muss wieder das Kalte, was bei dir vielleicht eingefrostet ist, was du vielleicht gar nicht so merkst, ja, das muss wieder aufgetaut werden. Hier ist einfach was kalt geworden. Oder auch die Menschen, die um dich rum so kalt waren, haben bei dir auch schon was lahmgelegt, ja, wo du dir denkst, oh mein Gott, wie hart ich zu mir selber geworden bin, ja. Das kann auch sein. Das gilt hier der Vergebung. So, wir haben hier die Widderenergie und die Schützeenergie mit dem Ritter der sogenannten Schwerter, könnte man so sehen, ja. Es ist hier einfach nur die Ansage, dass auch hier jemand mit Worten probiert hat, dich hier einzulullen, zu umgehen. Oftmals waren das hier wirklich so Wortgefechte, kann man schon sagen, mentaler oder verbaler Art. Hier waren Menschen oder hier war ein Mensch beteiligt oder auch du, wo man sich immer wirklich präsentiert hat, probiert hat, wer ist der Stärkere. Das ist auch so wieder, wenn ihr euch das Pferd beobachtet, größer sein als auf dem Boden stehend. Also soweit es geht, größer sein, ja, und am besten der Ritter noch hinstellen, so nach dem Motto. Es hat aber auch was mit Kampf und mit Sieg zu tun. Das könnte für dich dann auch stellvertretend stehen, dass du hier wirklich dich durchsetzt und so leicht keiner an dir vorbeikommt. Du bist hier so auf einer wachsamen Position, ja. Du hast irgendwie vielleicht auch hier aus deinen Fehlern gelernt, aber jetzt ist es wichtig, auch den anderen und dir zu vergeben in erster Linie. So, es kann sein, wir haben hier auch wieder Krebs und Skorpion, dass hier so ein inneres Kindthema vorliegt oder du auch vielleicht Kinder hast, wo du zurückdenkst, da waren irgendwelche Konflikte, Trennung, Schuldzuweisung, Schuldgefühle jeglicher Form und Art. Es ist ja auch eine Allgemeinlegung. Von daher so ein bisschen zusätzlich gucken, was könnte hier zum Vergeben sein, ja? Hat es was mit deinen Eltern zu tun in irgendeiner Art und Weise, was dich hier ebenso prägt? Vielleicht sehr stachlich durch die Skorpionenergie und dann auch wieder dieses Sensible, was du dir gewünscht hättest, ja, diese Krebsenergie, nicht ausgleichend. Skorpion war hier von irgendwas zu viel in Sachen Kindererziehung, ja, oder du selbst hattest damit auch Probleme mit deinen Kindern oder hast das, was du gelernt hast, weitergegeben an deinen Partner in Situationen, wo du gemerkt hast, so Mann, scheiße, wollte ich gar nicht. Oder du hattest einen Partner, der hier diese Probleme mit reingebracht hat. Egal welcher Sorte, es geht hier um diese Punkte Vergebung. Und das scheinen hier ganz schön viele zu sein. Ach nee, das war Mann, habt ihr schon gesehen, wa? Und jetzt haben wir hier auch. Das ist so stellvertretend, glaub einfach an dich, ja? Oder glaub an, was du willst. Glaube an, was du willst. Deine höhere Macht ist einfach da, ja? Wir haben hier zielsicher mit der Schützenenergie, glaube an das oder an höhere Mächte oder ans Karma, Universum, was weiß ich, ja? Und das meine ich jetzt nicht abwertend. Ich sage es neutral, weil ich weiß, dass da viele sich immer sehr angepiekst fühlen und sich denken, okay, ja, und was ist mit den anderen? Deswegen nenne ich auch hier keine Religionsnamen. Das ist alles eure Sache, ja. An wen ihr glaubt, an was ihr glaubt, Aberglaube, hier ist alles vertreten. Das wird dir letztendlich helfen, um
selbst um Vergebung zu bitten, ja, um dich zu heilen. Und auch die Leute, die dir hier in gewissen Situationen wirklich sehr viel angetan haben. Warum kriege ich immer einen Schluck auf? Immer bei den Legungen. Ach, Scheiße, jetzt wird es immer schlimmer. Ich hoffe nicht. Entschuldigung. So, darum geht es. Vergebung. Damit, das beinhaltet hier alles deine trüben Gedanken, ja? Und dann kommst du hier schon mit deiner Spirale besser klar. Vielleicht nicht sofort raus, aber deine Spirale verändert sich, ja? Du kriegst wieder die Weite unten, ja? Du bist nicht mehr ganz, ganz oben, so eng mit allen trüben Gedanken versehen und hast schon gar keine Aussicht mehr auf das Neue, sondern unten ist diese Weite. Auch vielleicht auch unten ist Weite, aber diese Breite, ja, diese breite Spirale, du hast da eine Weitsicht, ein Gefühl wieder zu dir selbst, dass du hier vielleicht auch wieder aus deiner Starre rauskommst, was dir andere Menschen hier angetan haben. So, Tarot. Für dich wird angezeigt, du musst hier, ich sag auch nicht leider, wir haben hier fette drei Arkana. Einmal Arkanum, der Turm. Das wird hier deine Transformation werden. Die muss passieren, ja, damit du das hier ablöst und wahrscheinlich dich komplett aus einer Spirale befreist. Wenn du das Gefühl hast und das nicht magst, dass dein Leben eine Spirale ist, dann befreie dich dort, ja, und bieg dir aus dem Draht irgendwas Neues. So, und du wirst dann nach der Transformation kommt hier schon dein neuer Abschnitt, eine neue Welt betreten, mit dir neu als Person, mit befreienden Gefühlen, ja, mit einer befreiten Seele. Das muss passieren, wird passieren und du wirst hier wirklich eine neue Welt antreten. Das liegt für dich hier bereit. Der Hierophant ist auch noch mal eine neue Sache, die du mitnimmst, in der du jetzt wahrscheinlich nicht drin liegst, aber vielleicht vorhast, dort anzukommen. Aus den weisen Schritten, die du hier erlebt hast und nach der Transformation, um in die neue Welt zu kommen, du kommst automatisch in diesen neuen Lebensabschnitt oder Welt, ja, wirst du hier eine Station erreichen, die du mitnimmst für dein weiteres Leben, und zwar Dinge zu hinterfragen, Dinge aber auch zu verstehen, wie jemand, der weise versuchen möchte, warum ist das passiert? Welcher Schritt ist der nächste? Du bist jetzt hier nicht mehr das, was dich hier umgeben hat. Wir sind kampfbereit, wir diskutieren das ständig aus. Du bist vielleicht auch kampfbereit, ja, dieses wir machen, aber ich will einfach auch mal größer sein, ob das dein Gegenüber war oder du selbst, ja. Irgendjemand war hier immer mehr Bestimmer. Und du wirst hier deine Phase benutzen, um zu erkennen, welche Schritte sind für dich hier angesagt in der Zukunft? Woraus kannst du lernen? Was kannst du mitnehmen? Du brauchst hier wirklich deinen Ort, deinen Rückzugsort und wirst dir auch eingestehen, welches deine Fehler waren, was dich weiterhin begleiten darf. Du wirst dir auch Sachen annehmen von anderen sehr intensiv und gucken, ob die für dich passend wären. Also du gehst hier wirklich komplett so diese ganze Leiste durch, von mental bis das, was du irdisch ausgelebt hast, ja, das ist für dich so wirklich so ein, ich lasse mal Revue passieren, ich reflektiere mal jetzt alles nochmal und es gibt keinen Grund, hier irgendwas niederzureden, denn das war dein Weg bisher, ja, bis zu dieser Transformation. Man braucht nicht zu lange in den Schleifen hinterherhinken, was passiert ist. Man muss jetzt hier schon fast mit Gewalt vorwärts kommen. Das ist so deine Energie, die du eventuell mit Stapel Nummer 3 gewählt hast, um die Vergebung, das Thema groß war bei dir, Vergebung, um hier aus der Spirale zu kommen mit deinen trüben Gedanken. Das war eine sehr schlichte, ja, eine sehr schlichte und aber dafür auch eine sehr präzise Legung. Stapel Nummer 3, das ist so fast so die letzte größte Baustelle, die du hier vor dir hast, damit du eben hier komplett spiralenfrei irgendwann bist. Das ist so das, die letzte Etappe, was du hier brauchtest, um zu lernen. Das wird nicht die letzte Transformation sein, ja, aber das wird so dieses letzte schwierige Stück sein mit den vier Aufgaben, die du hier bewerkstelligen sollst oder die dir auch helfen und dir eine Klarsicht geben, auch beim Hierophanten dann, ja, in diesem Stadium. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr wart so mutig, habt euch entschieden für die Hupala, für die Stapelwahl.
und wünsche euch ein super schönes Wochenende. Bleibt gesund. Danke fürs Zugucken. Es war sehr schwer, ne? Ich weiß, für mich dann auch immer, wenn ich hier drei Stapel, drei Themen durchnehme. Und ja, Stapel Nummer zwei hat mich heute so am meisten weggeballert oder geschallert, wie sagt man so schön. Wichtig ist, dass ihr was draus macht, ne? Und dass ihr gestärkt hier rausgeht und nicht geknickt, so, oh, ich gucke sie nie wieder. Das soll ja Stärke geben, ja? Und das werdet ihr schaffen, ihr Lieben. Bis bald.